Alright, 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 es ist wieder soweit. Wir spielen weiter Estranged. Oder Estranged, wie auch immer man das nennen mag. Die Half-Life-Modifikation, die auch mit dem Oculus Rift funktioniert. Das war absolut unspektakulär. Okay, wir sind angekommen. Nach der Ride mit dem Stand-Train sind wir nun irgendwo nicht beim Stand-Train. Wir sind im Stand-Tunnel. Oder im Stand-Hafen. Okay. Oh, nächster Level. Oh, das ist immer so schlimm, wenn man seinen Kopf bewegt und das Spielbild bewegt sich nicht. Oh, da kriegt man Kopfschmerzen bei. Aha. Genau. Habe ich schon mal erwähnt, dass solche Sachen immer passieren, wenn man durchgeht? 20 Jahre lang steht dieser Tunnel und nichts passiert. Nein, kaum trete ich rein. Kracht die ganze Scheiße hier zusammen. So. Bisher haben wir keine Zombies in Sicht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich laber nur viel Müll. Kennt ihr doch. Ach, Stahlträger. Yeah, manly. Drücke ich immer nachts hoch, wenn ich weine. Wenn ich... Wusste ich doch. Ah. Ah, Arschgeige. Ich wusste doch, dass er lebt. Oder nicht lebt. Lebt eigentlich ein Zombie? Oder ist das ein toter Lebender? Wenn es ein toter Lebender ist, warum lebt er dann und ist nicht tot? Lighthouse decommissioned. Oh, man kann scrollen. Too few ships to be safety issues. Aha. So viel dazu. Cat is lost. Arme Katze. So. Die Leute wollen angeblich nicht, dass ich irgendwas vorlese, sagte man mir zumindest bei The Last of Us. So. Sorry, wollte ich nicht. Okay, hier gibt's nichts. Ist ja langweilig. So. Musik gibt's so gut wie keine in dem Spiel, aber eher selten. Was haben wir hier? Blockierte Straßen. Warum sind die Straßen eigentlich immer blockiert? Bei Apokalypsen spielen. Egal wo man hin möchte, überall stehen irgendwie Autos komplett komisch. Was ist das? Das sah von Weitem aus wie so ein Kind. Ja. 20 Jahre leuchtet das Ding, aber kaum bin ich drunter. Kaum bin ich drunter, geht das Ding kaputt? Mama? Kaputt. Ich wollte Mama anrufen. Ja, okay, das ist kein Horrorspiel. Oh! Du Motherfucker! Was fällt dir eigentlich ein, du Kackvieh, ja? T-Bag! Arschloch, T-Bag! Ah, die Stelle sieht cool aus, muss ich sagen. Mit dem Lichtscheinwerfer und so weiter. Mit dem Lichtscheinwerfer. Gibt es auch einen Scheinwerfer, der was anderes wirft als Licht? Ich habe heute meinen kreativen Tag. Kreativen Dünnschiss-Tag, würde ich sagen. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da leuchtet die Munitionskiste durch den Schrank. Zack, nix. Okay, irgendwelche Wassertanks. Ja, es ist ja eigentlich kein Horrorspiel, ne? Ich meine, es ist irgendwie so ein Mystery. Keine Ahnung. Wenn es ein Horrorspiel ist, ist es ein mieses Horrorspiel. Wenn es keins ist, aber es ist nichtsdestotrotz eine sehr gute Mod. Oh, ich rutsche wie auf Eis. Ja, schmeißt auch irgendwas? Macht er das ganze Holzgerüst kaputt? Weißt du, wie viele Menschen... Okay, ich sollte aufhören mit dem ganzen... Okay, das Spielchen, ne? Laufen wir nach links oder nach rechts? Rechts sieht so schön beleuchtet aus. Wahrscheinlich ist es sowieso wurscht. Slide! Flop! Oh, man kann so cool sliden. Flop! So, sag ich doch, war total Banane, wohin man geht. Man endet sowieso am gleichen Ort. Sewer Maintenance Entrance. Access. Sag ich doch. Ein bisschen schneller könnte nicht sein, ne? Ja gut, ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe ja Urlaub, ne? Ich muss ja nicht irgendwie 4 Folgen pro Tag aufnehmen, damit ich nicht irgendwie komplett verrückt werde, aber hey, ich habe einen Haken. Ich nehme den Haken. Aua.
Mikrofon, du nervst. Loading, Kopfschmerzen. Und klatsch. Wo ist mein Haken? Ich habe einen Haken gehabt. Die Taschenlampe ist immer noch cool. Ich finde die geil. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Musik, die ich vermisst habe. So, hier liegt nur Drecksaus wie eine Leiche. So, was haben wir hier? Yep, very effective. Das war effektiv. Oh, nope. Ist abgeschlossen. Warum machen die sowas? Was ist das denn mit... Was? Was ist passiert? Ich wollte doch zur Tür. Ich wollte mich gerade darüber aufregen, was das für eine Kanalisation ist, wo die Logik dahinter steckt. Aber nee, ich krach hier einfach so runter. You can't do this in here, man. You can't do this while I'm talking shit about your game. Nein, das Spiel ist geil. Das Spiel ist nicht scheiße. Dafür, dass es von Mono gemacht wurde, ist das Spiel mehr als geil. So, hier ist nichts. China, ich hab Hunger. Zack, nehme ich mit. Nope, nix. Ich nehme das mal mit, falls ich Hunger habe. Da gehen schon wieder Lampen kaputt. Ich meine, 20 Jahre ist nichts passiert, aber jetzt gehen die kaputt. Do not block. Huh? What you gonna do now? You don't tell me what I don't do, can do, want to do. Wenn ich etwas blockieren will, dann blockiere ich das. Selbst mit einer Cola-Flasche. Okay, wir haben zwei Wege. Was haben wir hier? Ein Spannerloch. Bitches, ist keine vorhanden. Runter. China, komm mit. Wir unblockieren mal den Weg. Grasspump. Nee. Nö. Schlupp. So what? Ich hab hier ein paar Kisten. Muss ich das Glas kaputt machen? Es ist aber so ein Glas, das nicht kaputt geht, oder? Also ich habe das Gefühl, dass es nicht kaputt geht. Ich meine, ich kann drauf schießen. Ich kann aber auch hier drauf drücken. Okay, hab verstanden. Hab verstanden. Hab verstanden. We will play your game, game. I'm just the player. Hate the player, not the game. So. Ich weiß nicht, brauche ich zwei Stück von denen? Macht das vielleicht kaputt? Nö. So viel Druck hat das gar nicht. Ha. Ist klar. Ist klar. Das hätte mein Kopf sein können. Oh, man muss jetzt richtig den Kopf hochreißen, um was zu sehen. So, die Kanalisation war spektakulär. So amazing. So many stuff. So much to see. So much awesomeness. In dem Boris Becker-Raum, aber ne, hier ist ein Gitter. Ah, hier hat jemand seinen Secret Stash, ne? Ein bisschen Boost. Oh, das sieht cool aus. Oder? Ich finde, das sieht geil aus mit dem Hitzeeffekt. Nein, ich habe den Boost zerbrochen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ah, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Milk. Ne, das war Munition. Ah, Flop. Warum steht hier ein Fass? Fass, Fass. Ah, hier war ich doch. Und was ist nun passiert? Warum leuchtet das da so rot? Da waren vorher zwei Kisten. Da waren doch vorher zwei Kisten und nicht irgendwas Rotes. Hm. Ich glaube, die verarschen mich. Ach, das ist ein anderer Raum. Okay. Die doch nicht verarschen mich.
Das ist eine Leiche. Hey Buddy. Sieht ein bisschen angeknuspert aus. Habe ich doch gesagt, die Sonnenbank drücken ist nicht so gut. So, die Gegend ist gerade echt unspektakulär. Wir jumpen hier nur ein bisschen rum. Wir haben keine Gegner. Wir haben ein bisschen Munition aufgesammelt. Wir haben jetzt 16 Schuss plus 8. Das macht wahrscheinlich 55. So, so. Abgeschlossen. Raus. Och, das sieht geil aus. Oh, das sieht richtig. Da jetzt sieht man Dimensionen. Also kein Paralleluniversum, aber das fühlt sich groß an. Das ist echt wie eine große Halle. Gefühlte 10 Meter hoch. Wahrscheinlich auch weniger. Oder mehr. Wahrscheinlich doppelt so mehr. Fupp. Fühlt sich bei dieser Stelle irgendjemand an Mirror's Edge erinnert? Ne, da gibt es auch so eine Stelle, wo man da oben entlang laufen musste. Ja, bin ich der Einzige? I'm the only one. Ach, da ist doch die Leiter. Die wird noch so schön beleuchtet und ich laufe hier rum. Kopf hochreißen. Ja, wie gesagt, das fühlt sich echt cool an. Mit der hohen Decke und so weiter. Okay. This looks safe. Sollte vielleicht speichern. Wo ist F6? Game Theft. Bei PC-Spielen kann man ja speichern. Bin ich schon voll nicht gewohnt. Ich sagte euch doch, das ist wie bei Mirror's Edge. Fuck ja. Was passiert? Bin ich tot? Are you awake? Oh Gott! Hello? I'm talking to you. Yes, you. Aua. Gah, there we go. You feel all right? You sure? Yeah, mir geht's gut. We wouldn't want you to get hurt again now, would we? Nee. So the question on my mind is, why is a fisherman all the way down here? Sieht irgendwie seltsam aus. Als ob ich da so eine Fischerlinse gucke. Far be it for me to question where you got it. You're quite the adventurer, aren't you? We've been tracking your movements ever since you entered the facility. Too bad you wasted your time. Speaking of time, my shift ended half an hour ago. So make yourself comfortable. You'll be dead by tomorrow anyway. Na, danke auch. Die Stelle war total an Mirror's Edge angelehnt. Ah. Oh, cool. Wir müssen hier rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Komm schon. Ah, ich hab den Dreh raus. Besser gesagt, ich hab den Kipp raus, ha. Sie sehen mich tipping, wie hating. Komm schon, wie viel noch? Das Ding muss doch inzwischen umkippen. Geht doch. Ah, man muss nur den Stuhl umkippen und schon löst man die Fesseln. Seems legit. Seems fucking legit. Hätte ich mal mehr mit der Waffe rumgeballert. Ich nehme mal einen Schraubenschlüssel. Ha. Abgeschlossen. Spectacular. Sehr schön. Ja, ich habe keine Waffe mehr. Von daher. Keine Ahnung, runter? In die Pampe? Ja. In die Pampe. Eine Brechstange wie Gordon Freeman wäre jetzt nicht schlecht. Ja, genau für solche Arschlöcher. Aua. Was entsorgt ihr hier? Ich dachte, das wäre nur Dünnschiss. Loading, nächste Area. Plop, 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 plop. Okay, wir geraten immer tiefer in dieses Scheißloch. Aber ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Gebt mir Flosse, floppt. Oh, wir benutzen 32 Zoll LCD-Bildschirm als... Upsala. Okay.